Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Wir haben es geschafft. Wir haben Dr. Salion ausgeschaltet, der Garrus doch so lange das Leben schwer gemacht hat. So, schauen wir mal, was er so uns hinterlassen hat. Ein Rüstungsupgrade und mehrere Munitionsupgrades. Ein User-Kit. Bio-Verstärker. Und eine leichte Dechiffrierung. Mal schauen, was da drin so Schönes ist in seinen Forschungsdaten. Eine Turianer-Rüstung und eine mittelschwere Menschenrüstung. Okay. Oh, hier haben wir noch was. Was? Ja, das wird wohl diesmal nichts, obwohl. Doch, es wird noch. Sturmgewehre und so weiter und so fort. Dechiffrierung zu gering? Fertigkeit zu gering? Hallo? Lehrer haben wir mit. Dann machen wir das anders. Und kommen gleich wieder. Ich gehe hier nochmal raus und nehme mal Tali mit, weil Tali müsste das Ding eigentlich aufkriegen. Ganz eiskalt. Da lang. Hier entlang und da entlang und hier raus. So, hier war der Frachtraum. Ja, ist jetzt ein bisschen hin und her, aber es muss halt sein. Ich kann ja nicht unterwegs die Gruppe tauschen, soweit ich weiß. So, verlassen. Alles klar, wir gehen noch mal rein und zwar mit an Bord gehen. Tali und Liara. Ja, nehmen wir so mit. So, jetzt sollten wir dann auch diese komische, naja, gehärteten Spind aufkriegen. Wenn, da will ich schon alles mitnehmen, was wir kriegen können. Kann ja sein, dass das besonders drin ist. Wer weiß das schon heutzutage? Nochmal hier durch. Und dann hier entlang. Sind wir doch schon fast da. Keine Ahnung, ob sich der Weg jetzt gelohnt hat, aber wir werden es sehen. Fertigkeit immer noch zu gering. Willst du mich veralbern? Manu. Voll fies. Wo steht denn Dechiffrierung, Hacken? Ich nehme an, dass es das eigentlich ist, normalerweise. Wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal auf. Jetzt nicht. Hier. Das Schiff, den Frachter brauchen wir ja nicht. Wir gehen kurzerhand wieder raus. Und erkunden das System mal weiter. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch gleich mit erkunden. Bevor wir dann nach Würmaja aufbrechen. Einmal links. Oder waren wir hier drüben schon mal drin? Ja, ich denke schon, oder? Ich gucke nochmal rein. Ne, da geht es eh nicht rein. Okay. Dann raus hier. Hopp. Normandy. Und auf die Karte gucken. Schauen wir mal, was wir finden. Die MSS Fidele, ja, treibt jetzt führerlos im Raum. Klugon, schauen wir mal, gibt es da was Schönes? Nö. Hier drüben hätten wir noch Tangel oder Tungel, der aber auch nichts für uns hat, was wir interessieren könnten oder was mich interessieren könnte. Matul ist ebenso unbewohnt, mehr oder weniger. Klopka, oh, was ist das denn? Unbekannt? Na, sowas. Metallreiche Asteroid erkunden, ein Schwermetallvorkommen entdeckt. Sehr schön. Terrestrische Welt mittlerer Größe, sonst gibt es hier nichts. Aha, okay, wir können ja mal gucken hier. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch. Nee, hier ist sonst nichts. Aber hier oben haben wir Newton, da gehen wir noch hin und dann geht's weiter. Nach Würmaja. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Immer her damit. Ich erhielt einige Informationen, die Sie gewiss interessieren werden, Commander. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Wir haben eine Verbindung gefunden zwischen den Wissenschaftlern und Ihnen. Sie haben alle vor einigen Jahren an einem Geheimprojekt gearbeitet, auf Akuse.
Akuse. Ich habe dort meine ganze Einheit verloren. Wollen Sie andeuten, dass diese Wissenschaftler etwas damit zu tun hatten? Ich bekomme allerdings keine Informationen darüber, woran sie gearbeitet haben. Alle Projektdaten stehen unter Verschluss. Aha. Commander Shepard, was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen. Ich dachte nur, dass Sie es wissen sollten. Okay. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt. Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. Fünfte Flotte Ende. Dankeschön. Dr. Wayne, also, kennst du Wayne? Wayne interessiert. Ist ja auch Wissenschaftler. So, hier finden wir ein Gasvorkommen. Mal schauen, ob wir diesen Wayne in diesem System irgendwo finden. Das ist ja eigentlich eher wahrscheinlich. Sesmose. Hat nix. Und darum. Unangenehm heiß, macht aber Stickstoff, Sauerstoff auf ungefähr 16 Leichter und mehrere. Aha. Gucken wir dann gleich mal hin. Wenn, dann mache ich gleich das ganze Planetensystem durch hier. Hier finden wir nämlich noch ein paar Matriarchen-Inschriften. Schön. Untamron. Untarum. Nicht CD-ROM, sondern Untarum. Gucken wir mal. Kann ich wieder mein Standard-Team mitnehmen? Annehmen. Schauen wir mal. Zack. Wunderbar. Angekommen sind wir. Dann schauen wir mal, hier hinten ist diese Untergrundeinrichtung von vermutlich dem Dr. Wayne. Dr. Bruce Wayne. Die Betthöhle also wahrscheinlich da hinten. Okay, ja, wir fliegen aber jetzt erstmal zu diesem Fragezeichen-Ding, zu dem, ja, unbekannten Ort. Schauen wir mal, was es da gibt. Und zwar nehmen wir den Weg durch das schöne Tal. So. Genau so sollte es sein. Hier durch. Ab. Eine Berg- und Talfahrt mal wieder. So. So, sind wir ja fast da. Na, Gott sei Dank. Jetzt auch ein bisschen mehr. Oh, verflixtem. Da gibt es auch ein paar Lebewesen. Nicht, dass wir die überfahren. Kleine Krabbelkäfer. So, gucken wir mal. Eine turianische Leiche. Jetzt aber. Turianische Insignien gefunden. Hallo. Naja, es tun jedenfalls nichts. Das ist gut. Dann können wir auch weiter und tun denen ebenfalls nichts. Auch wenn ich nicht gerade drüber fahre. Das scheint ein kleiner zu sein. Das heißt, ich nehme einfach den Weg hier. So. Ah, für Leben nehme ich alles in Kauf. Selbst Berge klettern. So. Und die Richtung hat sowieso fast so halbwegs gestimmt. Was will man da mehr? Hier oben ist schön sonnig. Nicht so düster. Und hepp. Farben gefallen mir eigentlich, kann ich sagen. Zack. Und hier entlang, hier rüber. Nettes Schatten- und Lichtspiel hier, muss man sagen. Ist manchmal ganz idyllisch. Wenn es nicht der Himmel so düster wäre, wäre alles schön. Was ist denn das da? Ach, nur auch nur wieder ein Schattenspiel. Na gut. Aber auf jeden Fall kommen wir der Sache näher. Oh, bom, bom. Jetzt hält er wieder gleich um. Ah, dachte ich könnte mal ein bisschen abkürzen mit den Düsen, aber ja, war wohl nichts. Wie immer. Ich glaube, einmal hat es bis jetzt gebracht von 1000. So, eine Hochebene offensichtlich, weil hier oben ist ziemlich glatt. Und wir haben eine abgestürzte Sonde. Die hier oben mitten abgeplättet ist. So. Hopp, hopp, hopp. Jawohl. Kryo-Munition und Waffen-Munition und Upgrades und überhaupt. Und dann hier unten zum Wayne. Auf zur Betthöhle.
Ja, da gibt's aber offensichtlich, muss ich mal von neben gucken. Da gibt's Leute, die schießen auf uns. Wenn hier jemand auf uns schießt, wird er selber abgeschossen. Noch jemand da? Nee, hä? Da hinten vielleicht? Na, dich finden wir schon noch. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg. Vielleicht im Turm drin. Nö, da ist kein Turm. Gehen wir mal dahin. Die hätten ja erstmal fragen können, wer da ist. Wenn die schon gleich auf mich ballern, sind sie selber schuld. So. Los, los, los! Söldner. Liara hat mit dem Fangen gespielt. Oder werfen in dem Moment. Lustiges Teil gewesen jetzt gerade. Das sah lustig aus, muss man sagen. Möchte ich auch können. So, gucken wir mal, was in der Betthöhle so los ist. Da gibt's ja lose Tote. Nehmen wir mit. Offenbar ist das die Höhle von, oder das Ding von Dr. Wayne, und die Söldner haben nicht für ihn gearbeitet. Sie haben ja offensichtlich schon ganze Arbeit geleistet und alles platt gemacht, was sie finden konnten. Batman. Ob wir ihn wiederfinden? Na, hier scheinen noch ein paar Söldner zu sein, auf jeden Fall. Achtung! Ah, da. Vorsicht! Den haben wir. Los, los, los! Da drüben schwirbt auch wieder einer. Den halt eben den. So, okay. So, wir haben hier irgendwo Organa-Söldner. So, 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 so. Hinüber. Zwei Stück noch. Hopp. Den hier oben, den hier so. Zack. Wunderbar. Dich finde ich auch noch hier. So, erledigt. Das sollten sie alle gewesen sein. Schauen wir mal. Vielleicht hat ja noch einer überlebt. Hier hinten. Hier hinten geht's lang. Okay, hopp. Mittelschwere Dechiffrierung nehmen wir natürlich mit. Mal schauen, ob wir den Dr. Wayne finden. Mhm. Sturmgewehre haben wir wieder einen Haufen. Wir werden uns mit der Gelegenheit wieder ausrüsten, bevor wir dann auf Würmer mal an die ja, Mission gehen. Okay. Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte. Er ist verrückt. Mr. Toombs, Sie sind verrückt. Sie brauchen Hilfe. Halten Sie den Mund. Das ist alles gelogen, Sie. Shepard? Mein Gott, Shepard. Sind Sie das? Toombs? Sie sind doch tot? Corporal Toombs. Aber ich habe Sie auf Akuse sterben sehen. Wie kommen Sie hierher? Sie haben mich mitgenommen, Shepard. Die Wissenschaftler. Sie können das nicht beweisen. Dieser Mann hat Halluzinationen. Sie haben Tests mit den Dreschlunden durchgeführt. Sie haben dafür gesorgt, dass uns diese Dinger angriffen, um es zu studieren. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hocherfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Was für Tests? Was haben sie ihnen angetan, Toombs? Sie dürfen Toombs nicht glauben. Er kann nichts beweisen. Ich verlange einen fairen Prozess. Er war da, Sie Bastard! Er kennt die Wahrheit! Sie gehören zu einer Organisation, Cerberus, die viele derartige geheime Tests durchführt. Sie haben mich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Dieser Mann hat den Tod verdient, Shepard. Für Sie, für mich und für jeden anderen aus der Einheit. Sind Sie dabei? Das Problem ist,
Es ist wirklich keine Gerechtigkeit. Ich kann, wir machen es publik, klar. Denken Sie nur darüber nach. Ja, aber es ist alles... Ja, es ist nicht Sie fair. Sie sind so. Nicht so tief gesunken, genau. Tooms. Sie sind nicht wie Sie. Sagen Sie mir nicht, wer ich bin. Sie sind mit ein paar Kratzern und einem schaurigen Ruf davongekommen. Der Rest der Einheit ist gestorben. Und ich wurde jahrelang gefoltert, Shepard. Auwei. Sie können nicht über mich richten. Sie haben nicht das Recht dazu. Ich weiß, aber was will man machen? Ich konnte nicht helfen. Tooms, hätte ich Ihnen auf Arkusa helfen können, ich hätte es getan. Aber ich kann Ihnen jetzt helfen, wenn Sie mich lassen. Okay. Ich bin kein Mörder. Sie konnten mich auch zu keinem machen. Hauptsache, er wird vor Gericht gestellt. Das auf jeden Fall. Vielleicht werden die Schreie jetzt aufhören. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es erstmal vorbei. Sie haben gute Arbeit geleistet. Diese Schweinehunde können Ihnen jetzt nicht mehr wehtun. Joker, lassen Sie die 5. Flotte wissen, dass wir ein Schiff für eine Abholung benötigen. Zu Befehl, Commander. So, Tooms starrt stumpf auf den Boden, verloren in seinen Erinnerungen. Sie geben dem Wissenschaftler einen Schubs in Richtung Tür. Ihre Mission ist beendet. Ab hier werden die Allianzgerichte übernehmen. Den Bunker verlassen. Aber es ist doch schön, wir sind also doch nicht der einzige Überlebende von Arkusa. Sondern gab ein paar mehr. Hier in der Betthöhle. Batman war ein Böser. Von Cerberus. Sowas. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber naja. Obwohl, wir könnten mal fragen, was mit Tooms jetzt eigentlich wird oder was. Obwohl, wenn der hier unten immer nur in Richtung Boden startet, gehen wir auch oben auf die Normandy. So. Und da unterbrechen wir dann auch erstmal die Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.